Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen darf ich Pater Karl Wallner. Er ist uns zugeschaltet aus Wien, aus der Zentrale von Missio Österreich, den päpstlichen Missionswerken. Dafür ist er eigentlich verantwortlich und dafür setzt er sich mit seiner ganzen Energie auch ein. Aber auch, er ist nach wie vor Dozent an der Hochschule des Stiftes Heiligenkreuz und unterrichtet dort Dogmatik. Pater Karl, das ist immer eine gute Grundlage, dass ich mit dir Fragen bespreche, die ein bisschen komplizierter sind. Und so auch heute in dieser Sendung. Aber beginnen wir mal ein bisschen sanft mit dir und in einem weiten Feld, wo du was beantworten kannst. Gleich mit einer Zuschauerfrage. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Herr Pater Wallner, zu einer Zuschauerfrage, warum die Heilige Messe oft so langweilig und fade sei, habe ich eine Bitte an Sie. Bitte erklären Sie noch einmal in kurzer Form, du hast deine Zeit, die bekommst du, was das Wesen und die Wichtigkeit der Eucharistie ist. Ich finde, dass damit am besten erklärt ist, warum die Menschen die Heilige Messe besuchen sollen. Und dass es nicht um Spannung oder Langeweile geht. Ich bin sicher, dass Sie, Pater Wallner, sich mit Begeisterung diesem Thema widmen werden. Mit freundlichen Grüßen, mit Verlaub, Ihr Freund und Fan, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, danke. Naja, ich möchte zuerst einmal sagen, es kommt schon auf die Gestaltung an, weil die Liturgie ist etwas Heiliges und das Heilige soll uns ja mitnehmen. Da geht es schon um unsere Subjektivität. Also wenn ich eine heilige Messe nur so irgendwie runterfeiere, dass sie jetzt eben langweilig wird, oder wenn ich jetzt, wir haben die Kindermesse zum Beispiel am Montag, wenn ich die genauso feiern würde wie die andere, ohne dass ich die Kinder durch besondere Antworten oder Lieder jetzt einbinden möchte, Kinder des 21. Jahrhunderts, ja, die in der Schule keine 10 Minuten ruhig sitzen können. Das ist die Realität, die wir heute haben. Also dann würde ich schon was falsch machen auch. Aber der eigentlich grundsätzliche Wert ist, dass Christus ja sich selbst eingesetzt hat, gleichsam als fortlebender Christus in seiner Gnadenmacht, indem er in der Nacht, bevor er verraten worden ist, seinen Jüngern sich selbst übergibt. Ja, er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das hebräische Wort Zikaron bedeutet eigentlich Vergegenwärtigung, wenn man das vom Jüdischen her versteht. Tut das, damit ich unter euch gegenwärtig sein kann. Und er wird dann in Matthäus 28 bei seiner Himmelfahrt ausdrücklich noch einmal sagen, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und das ist er besonders durch die Gnadenmittel der Kirche. Also Christus wirkt in den Sakramenten. Und die Kirche selbst hat sich auf dem Zweiten Vatikanumjahr definiert das Sakrament des Heiles in der Konzilskonstitution. Und dann heißt es dort auch am Zweiten Vatikanischen Konzil, dass er gegenwärtig ist in den Sakramenten, wo wir miteinander beten und so weiter. Und dann heißt es, tu maxime sub speciebus eucharisticis. Also am allermeisten ist er gegenwärtig in den eucharistischen Gestalten. Und das ist eben die Heilige Messe, dass wir hier nicht bloß einer Kraft begegnen, die von Christus ausgeht, wie zum Beispiel bei der Taufe oder bei der Firmung, sondern dass wir ihm selbst persönlich begegnen. Also es ist eine Du-Begegnung mit Jesus, die sich hier ereignet. Deshalb küsst der Priester auch genau die Stelle am Altar, wo dieses Du gegenwärtig wird, am Beginn der Messe, nämlich dort, wo die Eucharistie gefeiert wird, küsst er, weil Jesus hier als Person gegenwärtig wird, als Verklärter und Auferstandener. Und der Priester küsst auch das Evangelienbuch. Ja, Lob sei dir, Christus, antworten wir auf das Evangelium, weil Christus selbst zu uns spricht. Deshalb stehen wir auch und deshalb ist die Verkündigung des Evangeliums und dann auch die homiletische Auslegung dem geweihten Amt jetzt eben vorbehalten. Also es ereignet sich hier eine Du-Beziehung zu Christus. Und das ist eben dann schon eine Frage der Gestaltung. Ja? Also wie gestalte ich die Eucharistie, wie gestalte ich die Heilige Messe, damit die Gläubigen auch psychologisch in das hineingenommen werden. Weil ich weiß nicht, also ob die Schreiberin oder der Schreiber sich bewusst ist, dass heute, wie soll ich sagen, eine Grundkatechese für die Leute fehlt. Ja. Also wir haben noch eine Generation oder in manchen Pfarren, wo tolle Priester waren, da ist es einfach da, wenn es das geistige Verständnis für die Heilige Messe gibt. Ja. Wenn es das gibt, ist das alles kein Problem. Aber wenn das nicht da ist,
Und viele Leute, die nur allfällig in die Kirche gehen, die verstehen ja drunter irgendeine religiöse Feier, irgendeinen Kultakt, und die bewerten dann den Wert der Heiligen Messe am Unterhaltungswert. Ja, und natürlich ist eine Predigt wichtig und soll zünden und soll mitreißen, aber sie ist absolut nicht das Wichtigste. In Heiligenkreuz zum Beispiel haben wir uns gewehrt, aufzuschreiben, da hat immer jeden Sonntag hat ein anderer Mitbruder die Messe, und die Qualität der Predigt ist verschieden. Jeder Mitbruder predigt anders, und es gibt auch manche Mitbrüder, da dankt man Gott, dem Herrn, dass sie, ja, dass die Predigt aus ist. Es ist einfach so, ja. Das ist einfach menschlich, weil wir alle verschieden sind, auch wir Priester. Aber eben, das haben wir nicht aufgeschrieben, weil wir gesagt haben, es geht nicht darum, dass ich da hingehe und mir eine Predigt ansehe, sondern dass ich das Mysterium insgesamt jetzt eben mitfeiere. Das ist eben ganz entscheidend. Also die Heilige Messe ist in sich etwas, aber das muss ich eben verstehen. Ich habe ja selber mehrere Messbehelfe rausgegeben, Büchlein über die Heilige Messe im St. Benno Verlag. Und wir haben jetzt auch was gemacht von Missio, Entschuldigung, wenn ich da wieder ein bisschen Werbung mache. Wir haben hier die Heilige Messe rausgegeben, eine Messerklärung von unserem Diözesandirektor von Tirol, ein junger Priester, der Dr. Johannes Leichner, eine Bombe, tolle Vorträge auch auf YouTube, auf Radio Maria. Und wir haben hier zum Beispiel Folgendes gemacht. Wir haben hier die Heilige Messe immer mit Bildern, also unsere Messe, ja, da haben wir immer Bilder aus der Weltkirche dazugegeben. Also das ist, die Leute sind ganz begeistert, weil du hast plötzlich jetzt eben, es ist unsere Messe erklärt, und dann hast du dabei, dort wo die Kirche eigentlich lebt, denn liebe Leute, wir in Österreich, Deutschland, Schweiz, wir sind nur 30 Millionen Katholiken oder weniger, ja, und wir haben eine Weltkirche, die ist 1,3 Milliarden, ja. Also, es gehen täglich, ja, 100-mal mehr Leute eben in Afrika in die Kirche als im deutschen Sprachraum. Also, das ist eben die Wirklichkeit, die wir hier eben auch haben. Noch einmal zurück zur Sache selber. Die Messe ist in sich von unendlichem Wert, aber die Gestaltung ist trotzdem wichtig, weil sie soll uns erfesseln, sie soll uns packen, sie soll uns Stille geben, sie soll uns diese persönliche Beziehung mit Jesus ermöglichen. Und das geschieht über den liturgischen Gesang, über die liturgischen Gesten, durch die liturgische Kleidung, durch die gesetzten Handlungen, die der Priester, der Liturge, aber auch die Ministranten, die Assistenten und so weiter jetzt eben vollziehen. Das ist eben ganz wichtig. Eine Lektorin, die toll liest, Die kann sowas von herzöffnend jetzt eben sein, im Unterschied, wenn das nur schnell so runtergelesen wird. Also das ist schon ganz wichtig. Aber in sich ist es ein unbezahlbares, unschätzbares, unfassliches Mysterium der Begegnung mit Christus in seiner Erlösungswirklichkeit, das bei der Heiligen Messe uns geschenkt wird. Genauso mit diesen Worten hat auch Papst Franziskus im Rahmen einer Katechese vor kurzem die Heilige Messe erklärt oder die Eucharistie. Sie ist Begegnung mit Christus. Um das geht's. Christus wird dem Heiligen Geist durch die sakramentalen Zeichen gegenwärtig, Brot und Wein. Daraus leitet sich für uns Christen das Bedürfnis ab, an der Feier der göttlichen Geheimnisse teilzunehmen. Lassen wir mal das so stehen. Jemand, von dem bekannt ist, dass er regelmäßig und sehr gerne die Heilige Messe besucht, ist der neue US-Präsident Joe Biden. Und da gab es jetzt im Rahmen seines Besuches in Rom Fragen. Ich lese mal das vor, was ich auf katholisch.de gefunden habe. Ähnlich findet sich es auf Vatican News. Und da hätten wir dann ein paar Fragen an dich auch, Pater Karl. US-Präsident Joe Biden hat mit seiner Frau in Rom einen katholischen Gottesdienst besucht. Es ist bekannt, dass Joe Biden jeden Sonntag die Heilige Messe besucht. Während der Messe empfing Biden auch die Kommunion. Ob Biden, zweiter katholischer Präsident der USA nach John F. Kennedy in Rom, eine Messe besuchen würde, war von Medien aufmerksam beobachtet worden. Unter US-Bischöfen wird eine Erklärung debattiert, der zufolge Politiker, die eine liberale Abtreibungsgesetzgebung befürworten, vom Sakrament der Sakramente ausgeschlossen werden sollten. Am Freitag
war Biden von Papst Franziskus zu einer langen Privataudienz empfangen worden. Ich glaube, 1,5 Stunden war das Ganze, extrem lang. Später sagte der Präsident auf Nachfrage von Journalisten, der Papst habe ihm gesagt, er sei ein guter Katholik und solle weiter zur Kommunion gehen. Der Papst sagt Joe Biden, gehen Sie weiterhin zur Heiligen Kommunion. Ja, jetzt fragst du den kleinen österreichischen Pater Karl, ja, wie er das alles interpretieren soll. Ich bin mal froh, dass ich keine deutschen Kirchenprobleme serviert bekomme, sondern amerikanische Kirchenprobleme. Aber es geht dann natürlich schon um uns alle. Ja. Also zunächst einmal, wir können nicht wissen, und der Vatikan hat sich ja geweigert, dann auch das zu bestätigen, was der Präsident hier gesagt hat, weil es hier um den Bereich der Seelsorge und des wirklich Intimsten geht, dass jemand verantworten muss. Mir ist vor kurzem passiert, ich habe eine Stalkerin und beim Stephansdom Weltmissionssonntag, und die ist selber Freikirchlerin und bezeichnet sich als Bischöfin und so weiter. Also so viel ich da weiß. Ja. Und auf jeden Fall, die ist dann extra zu mir gekommen, zur Heiligen Kommunion. Auch so, glaube ich, ein bisschen in der Erwartung, dass ich die jetzt verweigere und sie dann dort einen Skandal jetzt eben machen kann. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil du es faktisch nicht machen kannst, ja, wenn du da eben jetzt die Menge der Gläubigen hast und da kommt wer zur Kommunion, das kannst du nicht machen. Man kann dann persönlich mit den Leuten jetzt eben reden, weil es geht hier im Letzten etwas, wo die Verantwortung beim Kommunikanten jetzt eben liegt. Ja, also dass der wirklich auch, der Biden weiß alles. Ja. Und also sie sind tatsächlich, also die Demokraten in Amerika, sehr liberal geworden. Das muss man auch sagen, während die Republikaner da doch sehr klarer jetzt eben für den Lebensschutz jetzt eben eintreten. Und die ganze Situation ist in Amerika auch eine andere. Dort ist die Kirche viel, viel entschiedener auf der Seite jetzt eben von Pro-Life als bei uns. Bei uns wird das eher nicht getraut, dass man sich das thematisiert. Abtreibung ist kein Thema, das wir in den Kirchen bei den Predigten jetzt eben uns anzusprechen trauen. Das ist einfach die Tatsache. In den Vereinigten Staaten ist das ganz stark da. Ich würde mir eine Kirche übrigens wünschen, die mehr für den Lebensschutz tut. Ich habe noch die Gänsehaut in Erinnerung, die ich hatte, wie die heilige Mutter Teresa 1988 in Heiligenkreuz in der Abteikirche gestanden ist. Ich war 5 Meter hinter ihr. Ich hatte sie hinchauffiert und dann eben über dieses Unrecht, über dieses Furchtbare, was da eigentlich den Müttern angetan wird, weil die leiden immer, wie ich es dann auch in der Beichte ja so oft erfahren habe, am meisten unter dieser Sache der Abtreibung, abgesehen davon, dass es hier wirklich um die Tötung von einem unschuldigen Leben geht. Und das Zweite Vatikanum nennt eben Abtreibung ein himmelschreiendes Verbrechen oder so irgendwie. Eine ganz scharfe Formulierung hat das Zweite Vatikanum. Und da sind wir nicht gut aufgestellt, drum liegen diese Probleme nicht so nahe bei uns. Aber Amerika zerreißt es gerade wegen dieser Diskussion, ob man dem Joe Biden jetzt eben die Kommunion erlauben darf oder nicht. Ich meine, wenn er das so mitbekommt und wenn ihm der katholische Glaube ein Anliegen ist, dann sollte er eigentlich von sich aus nicht zur Kommunion gehen, sehr wohl aber zur Heiligen Messe, weil die Position, die er hier vertritt, und man sieht es bei den Abtreibungsgesetzen in Texas, die jetzt eben sehr heftig von der Regierung bekämpft werden. Dort gibt es endlich Gesetze zugunsten des Lebensschutzes in Texas und die werden aber von der Biden-Regierung sehr heftig bekämpft. Also ich finde halt, da sollte er auch in die Verantwortung gehen, denn auch wenn ihm, es kann ihm auch, also ich möchte jetzt nicht den Papst und die Bischöfe, es kann auch ein Priester einen falschen Rat geben. Ja? Also wenn ich in der Beichte, wenn jemand kommt und er ist in schwerer Sünde und ich sage als Priester dazu, ist eh nichts dabei, ja, also mach ruhig weiter oder ja, das ist nicht wirklich eine Sünde. Wenn ich eine Sünde, die existiert, ausrede, mache ich mich mitschuldig. Ja? Also das nützt dann dem auch nichts, wenn ich dem jetzt eben einen falschen Rat gebe. Aber ich maße mir nicht an, und wir wissen es ja nicht, also hier jetzt eben das zu kommentieren. Es geht ja sehr in den persönlichen Bereich hinein, auch in Dinge, die uns wenig bekannt sind. Eines möchte ich auch noch dazu sagen, um das Ganze ein bisschen aufzudröseln. Wir dürfen schon dankbar sein, wenn es Politiker gibt, die grundsätzlich eine Sympathie gegenüber dem Christentum und der katholischen Kirche haben, auch wenn sie persönlich nicht moralisch einwandfrei sind.
Ja, also das werden wir, wenn wir warten, bis wir, wie soll ich sagen, einen heiligen Leopold oder einen heiligen Heinrich II. Und so weiter als Präsidenten der Vereinigten Staaten haben, um jetzt mal Heilige zu nennen, die wir mal als Regenten hatten in Europa, und da gibt's auch Ecken und Kanten bei denen, also dann werden wir lange warten. Ich bin ein Fan zum Beispiel der Bekehrung des Kaisers Konstantin, der dann ab 312 das Christentum gefördert hat und der maßgeblich war dafür, dass wir ein christliches Europa in so schneller Zeit jetzt eben bekommen haben. Aber der hat sich erstens erst am Sterbebett taufen lassen, hat dann noch seine Frau ermordet und seinen Sohn und so weiter. Also, aber er war ein Sympathisant für das Christentum, ein schwerster Sünder. Aber ein Sympathisant für das Christentum, Nachfolger eines ausgepufften Christenverfolgers namens Diokletian. Also, und da muss man doch froh sein, dass der, obwohl er selbst so Böses noch getan hat, dass der zumindest jetzt eben eine Sympathie gegenüber dem Christentum gebracht hat. Was mich mehr schockiert hat als diese Bilder von beiden, also schockiert, ja, ich habe das zur Kenntnis genommen, aber was mich mehr schockiert hat, war, dass auch der Präsident von Indien, der Premierminister von Indien, Modi, beim Papst Franziskus war, und da gibt's Bilder, wo die sehr freundlich miteinander umgehen, und das sollen auch Regierungsoberhäupter jetzt eben tun, und auch das ist positiv, dass Modi hier überhaupt Kontakt mit dem Papst sucht, aber das ist ein ausgepuffter hinduistischer Nationalist, ja, um dieses Wort ausgepufft wieder mal zu verwenden. Und wir haben gerade unsere Hanna Siebert, zwar gerade in Nordostindien, wir haben mittlerweile Christenverfolgung in Indien. Dort werden Kirchen niedergebrannt, christliche Frauen vergewaltigt, die Christen als eine Kaste der Unberührbaren abgeschoben und so weiter. Das ist meines Erachtens viel dramatischer als jetzt eben die Frage, ob ein amerikanischer Präsident, der zweite, der katholisch ist, jetzt persönlich zur Kommunion geht oder nicht. Als ich das gelesen habe, kam mir in den Sinn, da war doch was vor kurzem auch in diese Richtung. Und ich bin dann gleich wieder drauf gekommen, auf seinem Rückflug, seiner Pastoralreise in die Slowakei, hat Papst Franziskus im Flugzeug ein Interview gegeben. Diese Interviewantworten sind natürlich keine päpstlichen Dokumente, aber es sind doch Aussagen von Papst Franziskus. Und da ist er auch auf dieses Thema angesprochen worden, mit einer längeren Frage, und dann möchte ich zwei, drei Sätze aus der Antwort von Papst Franziskus bringen, die doch auch überraschen. Und deine Meinung hierzu, deine geschätzte Meinung, wäre doch hochinteressant. Da ist er gefragt worden: Sie haben oft gesagt, dass wir alle Sünder sind und dass die Eucharistie keine Belohnung für die Schuldigen, sondern eine Medizin und Nahrung für die Schwachen ist. Wie Sie wissen, gab es in den USA nach den letzten Wahlen eine Diskussion unter den Bischöfen über die Spendung der Kommunion an Politiker, die die Abtreibungsgesetze unterstützt haben, und es gibt Bischöfe, die dem Präsidenten und anderen Amtsträgern die Kommunion verweigern wollen. Andere Bischöfe sind dafür, andere sagen, man solle die Eucharistie nicht als Waffe einsetzen. Was meinen Sie und was raten Sie den Bischöfen? Und haben Sie als Bischof in all den Jahren jemandem öffentlich die Eucharistie verweigert? Die Antwort von Papst Franziskus: Ich habe noch nie jemandem die Eucharistie verweigert. Ich weiß nicht, ob jemand unter diesen Bedingungen gekommen ist. Dies als Priester. Ich war mir nie bewusst, eine Person wie die, die Sie beschreiben, vor mir zu haben. Das ist wahr. Und er bestätigt dann in dieser Antwort ein bisschen später: Die Kommunion ist keine Auszeichnung für die Perfekten. Man denke an den Jansenismus, sondern ein Geschenk, eine Gabe, die Präsenz Jesu in der Kirche und in der Gemeinschaft. Ja, also ich habe einmal die Kommunion verweigert, aber das war jemand, der eindeutig betrunken war. Oder auch im Stephansdom, wenn ich die Messe habe und da kommen dann einfach irgendwelche Touristen, die halt vorgeschwemmt werden mit der Masse, die vorgeht, und dann lege ich denen immer einfach nur die Hand auf und gebe ihnen den Segen. Also die Kommunion ist sicher ein Remedium, also ein Heilmittel, wie der heilige Ignatius das schon nennt, jetzt eben für unsere Seele. Sie setzt aber auch voraus, was die alte Kirche immer den Gläubigen zugerufen hat am Beginn der Eucharistiefeier: da Hagia dois Hagiois, also das Heilige den Heiligen. Also es muss zumindest der Wunsch, das Bemühen da sein, in geheiligter Form jetzt vor den Herrn zu treten.
Es gibt auch das Wort von Jesus, dass wir die Perlen nicht vor die Säue werfen sollen. Und das ist eben eine sehr schwierige Sache, die die Kirche auch zerspaltet, eben jetzt auch die Frage der Zulassung von Menschen, die nach einer Scheidung dann in einem neuen und damit irregulären Verhältnis leben, sakramententheologisch irregulär, wo man auch jetzt Amoris Laetitia dann von Fall zu Fall eben vielleicht auch in das Individuelle jetzt eben schauen muss. Also das ist alles nicht leicht. Im Prinzip haben wir diese Probleme erst seit 1904, wo der heilige Pius der Zehnte diese häufige Kommunion jetzt eben favorisiert hat. Vorher war es einfach so, dass man zweimal im Jahr zur Kommunion gegangen ist, mit unbedingter Beichte vorher. Das ist die Praxis, wie wir es in der Orthodoxie und teilweise auch in den griechisch-katholischen Kirchen oder in den altorientalischen Kirchen heute noch weitgehend jetzt eben haben. Dort hat man dann etwas erfunden, damit die Leute jetzt eben alle sich als zugehörig fühlen, denn das Problem ist auch, dass viele ja unter Kommunion nur sehr flach eben jetzt ein Zeichen der Kommunikation untereinander, der Zusammengehörigkeit, ja, also des Teilens, des Miteinanderessens und so wird es ja vielfach auch von einer verdünnten Theologie jetzt eben propagiert sehen. Und das ist auch richtig, wir gehören zusammen, ja, und Essen ist auch eine Form von Zusammengehörigkeit und von Kommunikation. Also die östlichen Kirchen haben dann erfunden, diese sogenannten Eulogien, die verteilen dann am Schluss der Messe gesegnete Brote, also sakramentalisch gesegnete Brote, durch die einfach dieses ausgedrückt werden soll, wir gehören alle zusammen, und die können dann alle empfangen. Ja, also ich würde mir hier vielleicht von der katholischen Kirche vielleicht auch mehr Kreativität jetzt eben erwünschen. Es ist natürlich schwer, ja, aber wenn die Eucharistie nur auf dem Niveau ist, nicht, also ja, wir teilen was miteinander und wir gehören zusammen, das funktioniert nicht ganz. Auf der anderen Seite, es ist etwas, das mich auch in meiner persönlichen, wir sagen auch ja alle vor der Heiligen Kommunion das Wort, ich bin, oh Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst. Auch wenn du beichten gewesen bist vorher und wenn du jetzt eben im Stand der Gnade jetzt eben mit einer Gewissheit im Stand der Gnade bist, musst du dieses Wort sagen, weil du bist nie würdig, den Herrn zu empfangen. Und diese Grenzen sind eben sehr, sehr schwer. Der Papst Franziskus versucht es sehr auf diese personale und persönliche Ebene jetzt eben zu ziehen, weil wir auch wirklich gesehen haben, eine zu starke Betonung abstrakter kirchenrechtlicher Regelungen führt zu einem Verprellen von vielen Menschen und führt dazu, dass sie das Eigentliche nicht verstehen, was Jesus gebracht hat, nämlich die persönliche Beziehung, die persönliche, intime Beziehung, die durch die Kommunion ausgedrückt werden soll. Und ehrlich gesagt, wenn jemand das kapiert hat, ja, also worum es hier geht, das habe ich immer wieder bei jungen Leuten festgestellt. In dem Augenblick, wo die katechetisiert sind, wo sie begreifen, dass das Jesus ist, dann gehen sie nicht zur Kommunion, wenn sie jetzt eben das Gefühl haben, dass sie in einer Sünde sind, die noch bereut und gebeichtet werden muss. Wir reden über das Thema, dass Joe Biden die Heilige Kommunion empfangen hat, in Rom auch, also die Heilige Messe besucht hatte. Und manche haben da Zweifel dran, weil er, ob das richtig ist, weil er eben die Abtreibungsgesetze in den USA befürwortet. Es geht noch weiter in diesem Interview, Pater Karl. Papst Franziskus hat den Bischöfen geraten, sich pastoral zu verhalten, wie Hirten und nicht wie Politiker. Er sagt, in dem Moment war es immer so, wenn die Kirche sich wie Politiker aufgeführt hat, dann ist das Ganze schiefgegangen. Die Bischöfe oder die Seelsorger sollen Hirten sein. Wenn sie nahe sind, das ist alles aus diesem Interview, das Papst Franziskus gegeben hat, wenn sie nahe sind, zärtlich und das Abendmahl geben, das ist eine Hypothese, der Hirte weiß immer, was er zu tun hat. Wenn er aus dem seelsorglichen Rahmen der Kirche heraustritt, wird er zum Politiker. Und das sehen Sie an allen nicht-pastoralen Verurteilungen der Kirche. Wenn Sie sagen, man kann sie die Kommunion geben oder nicht geben, ist das Kasuistik. Erinnern Sie sich an den Sturm nach Amoris Laetitia. Häresie, Häresie. Zum Glück gab es da Kardinal Christoph Schönborn von Wien, einen großen Theologen, der die Dinge geklärt hat. Sie sind Kinder Gottes und brauchen unsere pastorale Nähe. Dann löst der Seelsorger die Dinge so, wie der Geist es anzeigt.
Naja, also ich bin jetzt natürlich hier als Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke und wir haben halt zwei Päpste jetzt, die aus sehr verschiedenen Milieus auch kommen. Also wir hatten den Johannes Paul II., der hatte die Nazi-Diktatur, der hatte dann die kommunistische Diktatur und da war die polnische Klarheit einfach auch, der Widerstand gegen die Diktatur, das hat ihn zutiefst jetzt eben geprägt, auch die Klarheit in allem und jetzt dann durchaus auch dieser politisch-öffentliche Kampf, der sich auch in Äußerungen jetzt in diesen moral- und ethischen, moraltheologischen und ethischen Bereichen dargestellt hat. Der Eindruck ist dann entstanden, eben die Kirche ist unbarmherzig und hat irgendwelche Gesetze. Papst Franziskus hat eine ganz andere Mentalität, ja, also er warnt hier vor einer Politisierung und so weiter und so fort. Die Kirche muss, glaube ich, einen Mittelweg gehen, wenn ich das sagen darf, es steht mir nicht an, also weder den einen Heiligen noch eben den jetzigen Petrus-Nachfolger zu kritisieren, aber wir brauchen schon eine öffentliche Klarheit auch. Ja. Also wenn wir für nichts mehr stehen und wenn jetzt ein, wie soll ich sagen, einer, wo die politische Partei, wie es beim Joe Biden ist, jetzt eben sehr, sehr dezidiert jetzt eben für Abtreibung eintritt und so. Und das hat einen öffentlichen Aspekt. Ja. Also die Kirche ist immer in der Öffentlichkeit. Wir sind nie, also man kann es nicht nur in den pastoralen Bereich abschieben. Aber hier möchte ich ein Wort der Kritik sagen und das trifft für alle Päpste der letzten Jahre jetzt eben zu. Ich würde, wenn ich das könnte, ich würde, das ist natürlich nicht möglich, weil der Papst steht immer über dem Kirchenrecht, aber ich würde grundsätzlich jede Interviewsache in Flugzeugen verbieten. Alles, was die Päpste in den Flugzeugen gesagt haben, hat für solche, wie soll ich sagen, Aufsehen und Verwirrung. Ich denke an den guten Papst Benedikt, nicht? Der ist nach Afrika geflogen. Da haben sie die Ansprachen alles vorbereitet, gut und klug und so weiter. Und dann wird der im Flugzeug gefragt. Der hat nur den Ausdruck Kondom verwendet, ja? Und die ganze Reise war geschmissen, weil das war das einzige Thema, auf das sich die Journalisten dann eben gestürzt haben. Und das eigentlich ist gar nicht durchgekommen. Und wir hatten das also immer wieder. Ja, also deshalb wäre es gut, wenn das kirchliche Lehramt, da wäre ich sehr dankbar als Theologe, wirklich kirchliches Lehramt ist, ja, da wäre ich wirklich dankbar, da brauchen wir dringend auch theologisch eine neue Reflexion, ja, weil der Papst darf auch seine private, persönliche Meinung haben, aber es muss irgendwann klar sein, wenn der Papst jetzt eben, wie soll ich sagen, als pastoraler Absicht spricht oder wenn er in dieser Situation jetzt eben spricht, wo er etwas wiedergibt für die ganze Kirche. Und das ist aber nicht nur eine Sache, die bei Papst Franziskus ist, sondern die haben wir schon bei den letzten drei großen Päpsten jetzt eben gehabt. Und da sollte die Theologie auch nachdenken, wie wir das Ganze jetzt eben, wie soll ich sagen, auch ordnen. Weil, ja, weil sonst muss ich da was sagen, das war die Meinung des Papstes, jetzt kommt die Meinung von Pater Karl, dann kommt die Meinung von dem Kardinal und so weiter und so fort. Ja. Und was überbleibt, das ist die Klarheit, die die Gläubigen aber auch in vielen Dingen brauchen, auch wenn es um pastorale Dinge geht. Eine klare Aussage am Ende dieser Sendung, die sicher gedeckt ist, auch vom Lehramt. Die Heiligkommunion ist keine Verzierung für all jene, die eh schon heilig sind, sondern sie ist unsere Nahrung für alle von uns, die wir uns noch bewähren müssen im Glauben. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich darf dich noch bitten um ein Gebet und den Segen. Herr Jesus Christus, ich bitte dich für deine Kirche, dass sie den richtigen Weg und die richtige Art und Weise findet, um deine unendliche Barmherzigkeit den Menschen zu bringen, die aber nicht x-Beliebigkeit ist, sondern die auch Barmherzigkeit ist gegenüber Ungeborenen, die nicht angenommen werden, die getötet werden, gegenüber Frauen, die sich dann verletzen, eben weil sie eine Abtreibung ja nie verkraften können. Ich bitte dich für deine Kirche um besondere Leitung des Heiligen Geistes in dieser wirren und irren Zeit und auch für unsere Hirten, dass sie das Volk Gottes so leiten, dass es den richtigen Weg geht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch auf die Fürsprache des heiligen Johannes Paul und des heiligen Paul VI., der allmächtige Gott, der Vater
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses nicht einfache Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihr Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und bleiben Sie gesund.